Alle gehen so irgendwann auf. Man muss sich eben die Zeit nehmen. Wenn Sie sich die Teile ansehen, können Sie sich in etwa vorstellen, welche Druckentwicklung dort stattgefunden hat. Das Geld ist da unten. Ne? Und dann hauen die ab und dann fliegt der in der Luft, geht auf oder nicht auf. Uhr morgens, August Fehn bei Oldenburg, Mitte Januar. Ist da eigentlich jemand drin, ne? Bei gesprengten Bankautomaten wird er gerufen, Kriminalhauptkommissar Frank Jacobi. Genau, wir haben das relativ weiträumig abgesperrt, um auch weitere Gefahren. Jetzt, es kann immer noch sein, dass da immer noch weitere sprengfähige Stoffe da nicht zur Explosion gebracht worden sind und jetzt immer noch eine Gefahr irgendwie ausüben können. Aus diesem Grund ist es hier weiträumig auch von der Feuerwehr abgesperrt worden. Und diese Sperrung wird jetzt erstmal so lange, da die Spurensicherung anfängt und auch die Suche nach diesen Sprengmitteln erstmal, bis sie abgeschlossen ist, so lange wird das erstmal aufrechterhalten. Um 4.17 Uhr hat es geknallt. Zum Glück keine Verletzten. Frank Jacobi hat schon eine Vermutung. Hinter der Tat steckt eine Bande. Es ist immer wieder herausragend, wie rücksichtslos die Täter hier vorgehen. Das sind auch oftmals Wohnungen über diesen Geldautomaten. Und die gehen dann mit hohen Sprengmengen ran, dass die Wohnungen hinterher nicht weiter bewohnbar sind. Das ist schon immer wieder erschreckend, diese Brutalität, wie die da rangehen. Bis jetzt darf sich niemand der Filiale nähern. Die Gefahr, es könnte noch Sprengstoff im Gebäude sein, der noch nicht umgesetzt hat, also explodiert ist. Frank Jacobi braucht erst eine Freigabe der Sprengstoffexperten. Ist einer von den Laborierern da, oder was? Hä? Nee, hab ich nicht. Nee. Wo sind die jetzt denn? Sind die Delaborierer drin? Hinten sind sie noch. Okay. Moin. Jacobi, hallo. Hallo. Du bist Delaborierer, ja? Alles klar. Und ihr sagt, das ist erstmal sicher oder könnt ihr es noch nicht abschließend sagen? Entwarnung. Keine weitere Explosionsgefahr. Die Spurensicherung kann kommen. Ja, hier ist jetzt kein Schloss mehr drauf, ne? 200 Kilometer südöstlich. Wie die Täter vorgegangen sind, weiß Wilfried Butzki, Tresortransporteur. So, da kommen dann die Kassetten rein. So. Hier kommt dann das Geld hoch. Dann wird das unten aus der Kassette geholt, wird da hochgefahren, kommt dann hier raus und kommt dann hier aus der Klappe, wie man es kennt, hier, die kriege ich jetzt nicht auf, da kommt es dann raus, ne? Das Geld. Und das ist gerne beim Einbruch, wird gerne der Kopf aufgeknackt, weil das ist ja kein großer Widerstand. Und dann wird dann hier gerne mal in die Öffnung der Sprengstoff reingeschmissen. Und der Tresor ist ja unten. Das ist ja das Entscheidende. Ne? Da ist ja das Geld drin, nicht hier oben. Und das Geld ist da unten drin. Ne? Und dann hauen die ab und dann fliegt der in der Luft, geht auf oder nicht auf. Im Lager von Wilfried Butzki in Hülsede bei Hannover stehen mehr als 100 Geldautomaten und Tresore. Das ist alles unseres und was da hinten steht, sind alles Kunden. Das gehört nicht uns. Das sind alles Kundenschränke. Das sind neue Geräte, alles neue. Die werden wir alle noch ausliefern und montieren, die Geldautomaten. Das ist ein gebrauchtes, das geht aber auch noch wieder in die Montage. Dann haben wir Drucker hier stehen, Mietfachanlagen. Und dann haben wir hier noch ganz viele Geldautomaten, auch neue Geräte hier. Ne? Die gehen jetzt in den nächsten 2 Wochen raus, hier die Geräte. Wilfried Butzki ist einer der wenigen Tresortransporteure im Norden. Immer wieder wird er zu Notöffnungen gerufen. Und das kann kompliziert werden. Während früher noch ein einfaches Schloss gereicht hat, schützen heute komplizierte Schließverfahren und dicke Wände den Inhalt vor Eindringlingen. Ich fahre heute zu einem Verwaltungsgebäude einer großen Bank. Dort steht ein altes Schätzchen im Keller, gefühlte 80 Jahre alt. Der ist zu, also ein Tresor. Keiner weiß, was da drin ist, der soll geöffnet werden. Keine Schlüssel mehr vorhanden. Wilfried Butzki muss den Tresor öffnen lassen.
Wo der Sicherheitsschrank steht, dürfen wir nicht zeigen. Viele, die einen Tresor besitzen, sind vorsichtig und wollen weder Inhalt noch Standort preisgeben. Für die Öffnung hat Wilfried Butzki einen Spezialisten dazu gerufen. Fred Schlemmert ist Tresortechniker, öffnet 200 Tresore im Jahr. Als erstes müssen wir mal feststellen, was für ein Schloss überhaupt in diesem Tresor drin ist, um dann zu entscheiden, wie wir ihn eben anbohren können. Ja. Dazu nehmen wir ein Endoskop und führen ein Schloss ein und versuchen herauszufinden, ob es vielleicht ein altes Protektorschloss ist oder ein Schloss, das könnte auch ein Bodepanzer sein, ganz alter. Das ist ein altes Doppelbadschloss, irgendwo 50er, 60er Jahre, würde ich sagen. Und es wurde bis in die 60er Jahre gebaut. Gibt es nicht mehr, wird nicht mehr hergestellt. Müssen wir eben nochmal anbohren und entsperren. Einfach? Es ist ein Tresor. Was ist beim Tresor einfach? Es ist ja immer so eine Sache. Das Besondere hier, der Tresor soll möglichst wiederverwendet werden können. Aufsägen kommt nicht in Frage. Wir hatten einmal einen Geldautomat, der danach aber wieder repariert werden sollte. Da waren wir wirklich fast 24 Stunden am Stück dran, bis er wieder repariert war. Das Schnellste? 5 Minuten. Fred Schlemmert muss das Schloss knacken, ohne den Tresor großartig zu beschädigen. Seine Lösung? Eine kleine Bohrung direkt unter dem Schlüsselloch. Hinter der ersten Haut kommt eine Manganplatte. Die ist gehärtet. Die ist so hart, die kann man mit der Hand kaum bohren. Deswegen benutzen wir dann für solche Sachen die Bohrvorrichtung und haben eine Übersetzung, damit wir dann eben leichter das Loch bohren können. Der schwierigste Moment ist eigentlich der, wenn man das Schloss entsperrt. Man muss ja eigentlich das jetzt machen, was der Schlüssel sonst macht. Man positioniert die Zuhaltung und muss dann mit einem Sperrschlüssel, den wir auch dabei haben, das Schloss praktisch in Position aufbringen. Und das ist das Schwierigste nachher daran. Und so funktioniert's. Sogenannte Zuhaltungen hier in Grün halten ein Schloss zu. In einem ersten Schritt muss Fred Schlemmert das Plättchen in die richtige Position bringen. Dann schiebt er den Tourenstift hier in Gelb durch den Kanal. Die Schwierigkeit, es gibt mehrere Plättchen und deren Kanäle haben leicht verschiedene Positionen. Mit einem Schlüssel wäre es einfach. Jeder einzelne Zacken passt zu einem Plättchen und schiebt es an die richtige Stelle, sodass das Schloss aufgeht. Fred Schlemmert muss jetzt den Schlüssel imitieren und mit seinem Werkzeug jedes einzelne Plättchen in die passende Position bringen. Das Loch hilft dabei. Als erstes will er nochmal mit einem Endoskop in den Tresor gucken. Endoskope wie diese werden in ähnlicher Form auch in der Medizin genutzt, um in menschliche Körper zu schauen. Hier guckt er, welche Plättchen wie stehen. Das könnte sein, dass das noch eine Manganplatte ist. Sieht so angeraut. Das könnte denn sein, dass das Mangan ist. Heute hast du ja die Möglichkeit, ganz anders ranzugehen. Deswegen sind auch die Schränke ganz anders aufgebaut, ne? Weil es eben andere Werkzeuge gibt. Ne? Und so ist das so ein Rad ohne Ende. Ne? Neues Werkzeug, neuer Schrank. Ne? So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ne? Dann ist es soweit. Fred Schlemmert und Benjamin Zetin müssen mit extra angefertigten Schlüsseln die Zuhaltungen in die richtige Position bringen. Die kann man gar nicht kaufen, die muss man selber machen. Und dazu muss man wissen, was man da macht, wie man die macht. Das ist ein bisschen geheim, ja.
Das wissen denn nicht viele, wie sie die anfertigen müssen. Ne? Ins Kriminelle abrutschen und unter die Panzerknacker gehen, das kommt für die Tresorexperten nicht in Frage. Es würde auch auffallen. So sauber und professionell wie sie geht kein Krimineller vor. Wir ziehen uns jetzt nicht aus, wir ziehen uns nur an. Zurück in August Feen beim gesprengten Geldautomaten. Mittlerweile ist die Spurensicherung vor Ort. Claudia Drügala und Marco Schuster sollen möglichst viele Hinweise auf die Täter sammeln. Erster Arbeitsschritt, Fotos von außen. Doch es gibt ein Problem. Der Zugang ist durch die Explosion versperrt. Aus ihrer Erfahrung und durch Zeugenaussagen kennen die Ermittler den groben Tathergang. Eine Kleingruppe ist mit einem hochmotorisierten Auto vor die Bank gefahren. Innerhalb von wenigen Minuten haben die Täter die Sprengsätze gezündet und vor allem große Scheine entnommen. Nach wenigen Minuten ist der Eingang frei. Am Automaten wollen sie vor allem eine Sache rausfinden. Welcher Sprengstoff wurde benutzt? Besonders dreist in diesem Fall, die Bankfiliale liegt direkt gegenüber einer Polizeistation. Doch die ist nachts nicht besetzt. Es sieht ja zumindest so aus, als wenn die 100er und wenn überhaupt 200er drin waren, dass die jetzt nicht mehr da sind. Also auf den ersten Blick sehe ich keine 100er, 200er, aber es ist immer die Frage, wie die Kassette bestückt war. Das können wir jetzt ja so nicht sagen, das müssen die Verantwortlichen dann eben einmal klären. Genau. Das hier war ja der Raum hinter dem, die Rückseite des Geldautomaten hier. Das ist die Rückseite, genau. Ja. Und das ist halt der erste Automat, den zweiten Automat haben sie nicht sprengen können. Da ist auch die Detonation nach vorne rausgegangen. Wie war das nochmal? Den zweiten Automat hier, den konnten sie nicht sprengen. Okay. Da ist die Detonation nach vorne rausgegangen. Alles klar. Und nicht nach hinten. Okay. Das zweite Gehäuse ist eine Heile. Genau. Zumindest unten, wo das Geld drin ist. Genau. Also an die Dings sind sie nicht rangekommen. Die kleinen Geldscheine fliegen noch im Wind herum. Und die großen haben sie mitgenommen. Die Suche nach Tatwerkzeugen oder Fingerabdrücken ist für die Spurensicherer schwierig. Der Tatort durch die Explosion chaotisch. Doch jedes kleine Detail kann einen Hinweis auf die Täter geben. Nicht? Nee. Auf das, was nicht zum Geldautomaten gehört. Genau. All das, was für uns optisch, das ist natürlich jetzt schwer zu beurteilen, weil wir keine Techniker sind für die Automaten, aber alles, was für uns grundsätzlich von der Erscheinung her improvisiert erscheint und nicht zu einem professionell gefertigten Gerät wie einem Geldautomaten gehört. Darauf achten wir momentan. Das Problem, die Sprengvorrichtung sitzt natürlich genau im Zentrum des Schadensereignisses. Und wenn Sie sich die Teile ansehen, können Sie sich in etwa vorstellen, welche Druckentwicklung dort stattgefunden hat. Das heißt, das, was für uns spurtechnisch interessant ist, ist im Regelfall das gewesen, was tatsächlich umgesetzt hat. Und wenn Sie das Dach gesehen haben, dann haben Sie auch festgestellt, dass da durchaus das Gebäude auch angehoben wurde, also zumindest die Decke angehoben wurde. Das kann bis zur Abrissgefährdung des Gebäudes führen. Also wir wissen von einigen Banken, bei denen die Filialen gar nicht mehr geöffnet wurden, weil das Gebäude nicht mehr rentabel in Schuss zu setzen gewesen wäre. Dabei werden in Deutschland immer mehr Geldautomaten gesprengt. 2015 waren es noch 38, 2020 schon 10-mal so viele. Ja, ist wahrscheinlich schon ein paar Tage zu hier. Die Zuhaltungen bewegen sich gar nicht. Zurück bei den legalen Panzerknackern. Wir müssen, das Schloss geht ja sehr schwer, es lässt sich kaum bewegen. Da müssen wir jetzt ein bisschen nachhelfen. Mittlerweile sind sie seit 2 Stunden dabei. Hier ist ein Turnstift. Der muss hier in die Tour rein. Und das ist dann eben jetzt die Aufgabe, die wir haben, und dann ist er eigentlich auf.
Doch das Schloss scheint zu klemmen. Im schlimmsten Fall müsste Fred Schlemmert ein weiteres Loch bohren, um besser an die Zuhaltungen zu kommen. Das kostet Zeit. Ich weiß ja, alle gehen so irgendwann auf. Man muss sich eben die Zeit nehmen. Waffen, Gold und den Tresorschlüssel selbst. Das hat Fred Schlemmert alles schon in Panzerschränken gefunden. So, jetzt wäre eigentlich der Moment. Jetzt ist der Turnstift in den Turnkanal gefahren. Jetzt sollte er eigentlich aufgehen. Eigentlich. So. Ist noch fest. Er ist. Eigentlich ist er auf. Eigentlich. Wir müssen nur gucken. Es kann natürlich jetzt noch so ein Millimeter fehlen. Müssen wir mal gucken, ob man mit dem Draht. Da wird jetzt irgendwo noch ein Millimeter fehlen, dass er noch weiter hoch muss. Nur wenn die Zuhaltungen in der perfekten Position sind, geht er auf. Doch hier hat Fred Schlemmert noch eine andere Idee. Das Rad zum Öffnen könnte klemmen und das Schloss schon längst offen sein. Dann gib mal Gas. Ja, kann mir mal reingucken, das ist, er riecht ein bisschen, weil er länger zu war. Das was du musst mal bohren. Dann nehmen wir mal die Schlüssel. Was hatten wir vorhin gesagt? Die liegen drin. Ein Schlüssel? Nicht drin. Von dem Tresor? Nicht drin. Im Tresor selbst nur eine alte Rechenmaschine. Das macht Spaß, klar. Das ist immer eine Herausforderung. Geht er auf, geht er nicht auf? Bis jetzt sind es alle aufgegangen, toi, toi, toi. Das ist auch die Erfahrung, die natürlich die große Rolle spielt, weil das kann man so nicht lernen. Es gibt keine Schule, wo solche Tresore stehen, um sich daran zu üben. Ja, das ist einfach learning by doing. Ne? Nach 3 Stunden ist dieser Job erledigt. Immerhin, der Tresor kann noch als Schrank wiederverwendet werden. Wilfried Butzki fährt mit seinem größten Auto zu einem anderen Einsatz. Man soll nicht glauben, was die Leute so alles verschließen. Wir haben einen Kunden gehabt, der hat Violinen, Stradivaris dort eingeschlossen, die er repariert. Wir haben einen Feinkosthändler gehabt, der hat da hochwertige Weine, Flasche bis zu 30.000 Euro eingeschlossen. Also es geht nicht nur immer um Geld, es geht auch um Edelsteine, Rohedelsteine. Das Spannende an dem Einsatz heute ist, dass wir so direkt nicht wissen, was auf uns zukommt. Wir haben nur ein paar Fotos und müssen dann vor Ort entscheiden, wie wir vorgehen. Je schwieriger der Transport, je größer die Aufgabe, je besser ist es. Einsatzort, eine ehemalige Bankfiliale. Sein wichtigster Mitarbeiter, sein Sohn. Hier war nichts mehr. Okay. 11 Uhr in Augustfehn. Im letzten Jahr hatten Frank Jacobi und sein Team 11 Sprengstoffanschläge in ihrem Einsatzgebiet. Seit dem 5. November ist es jetzt die erste Tat. Wir haben eine längere Pause gehabt. Wir wissen nicht, warum die Täter uns so lange verschont haben. Dafür haben wir so keine Erklärung. Es ist eigentlich eine unübliche lange Pause gewesen bis hierher. Aber was mich wundert, ist, dass hier unten so massiver Schaden ist. Aber hier wirkt es relativ sauber. Das ist Panzerstahl. Das ist ein Tresor. Und das ist ja nur Blech. Ja, deswegen Blech, knallt das nach hinten raus. Das Blech hat ja alles verkleidet. Das sind natürlich auch oftmals Teile, von denen Sie nicht wissen, wozu sie gehören. Wenn Sie zum Beispiel über sowas stolpern, da denkt auf normal braucht er erstmal zwei Kabel dran, schwarz, rund. Sieht für mich aus wie so eine klassische Sprengvorrichtung aus dem Fernsehen oder aus dem Krimi.
Das sind aber Kondensatoren oder ähnliche Bauteile, die da einfach reingehören. Jedes kleine Detail gibt Hinweise darauf, wie die Täter vorgegangen sind und ob die Tat anderen Sprengungen ähnelt. Die Bankfiliale in Augustfehn liegt nicht weit von einer Autobahn entfernt. Die Vermutung, die Täter sind mit der Beute Richtung niederländische Grenze geflüchtet, um so Deutschland nur kurze Zeit nach der Tat wieder zu verlassen. In fast allen Fällen kommen die Kriminellen nachts, wenn die Bankfilialen geschlossen sind, weiß Frank Jacobi. Viele Banken haben aufgerüstet und sogar Sensoren installiert, die gasförmigen Sprengstoff frühzeitig erkennen. Das Problem, jetzt verwenden die Täter festen Sprengstoff. Ich habe schon das Gefühl, das haben die Kollegen auch gerade bestätigt, dass die Sprengmenge dass die erhöht worden ist. Solche Schäden sind in der Vergangenheit, in der älteren Vergangenheit nicht festzustellen gewesen. Das wird immer massiver. Nach 4 Stunden ist die Spurensuche abgeschlossen. Jetzt müssen die Ermittler um Frank Jacobi Spuren- und Zeugenhinweise auswerten. Welche Hinweise sie am Tatort gefunden haben, darüber dürfen sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sprechen. Über die Geldsumme können und werden wir auch keine Aussage machen. Ist auch tatsächlich im Moment noch nicht zu tätigen. Das Geld muss erst mal gezählt werden, dass noch da ist. Es ist mit höherer Wahrscheinlichkeit Festsprengstoff eingesetzt worden. Das gibt die Spurenlage so her. Da sind Schmauchspuren an den Automaten zu erkennen. Auch ein leichter Geruch von Art Silvesterknallern, kann man sagen. Das macht das schon deutlich, so ein Spurenbild, dass es in diese Richtung geht. Hier ist eine umfangreiche Spurensicherung, die läuft aktuell noch. Fahndungsmaßnahmen laufen auch noch. Und irgendwann werden wir die Täter fangen. Für Wilfried Butzki beginnt der Einsatz in der Bank. In dieser Filiale war bis vor ein paar Wochen noch Geld eingelagert. Jetzt schließt sie und ein 3 Tonnen schwerer Geldschrank muss raus. Wilfried Butzki transportiert seit mehr als 40 Jahren Tresore. Für viele Einsätze braucht er spezielle Werkzeuge, Krane oder wie in diesem Fall einen ganz besonderen Lastwagen. Den haben wir so bauen lassen, wie wir ihn für uns brauchen. Ne? So habe ich ihn bauen lassen. Ja, also das. Du kannst hier das Dach komplett auf und jetzt kann ich hier rüber schieben, kann die Seite komplett aufmachen, kann die Seite rüber schieben, dann ist hier alles auf. Oder ich kann die Seite rüber schieben, dann ist hier alles auf. Wenn ich meinen Gabelstapler auflade oder was, ein Kompakttresor von 5-6 Tonnen großen, ne, dann kriege ich den nicht oben drüber, dann packe ich ihn von der Seite rein. Ne? Sarah Brasse kümmert sich um den Auszug der Bank. So, das ist der Kleine, der weg soll. Das ist der Größere. Das ist der Kundentresor. Der 23.150 Kilo. Genau. Alter Mietfachschrank. Genau. Kundenschließfachanlage. Richtig. Wasserproblem hatten wir jetzt gerade im Hochwassergebiet. Da sind Banken abgesoffen mit diesen Fächern, wo der Kunde seine Sachen drin hat. Das sind horrende Schäden dann natürlich. Ne? Und die, aber da kannst du nichts gegen machen, gegen Wasser, weil Wasser kriegt da immer rein. Ja, aber gegen Einbruch kann man was machen. So, der Mietfachschrank soll raus, entsorgt werden, 3,2 Tonnen. Richtig. Da fangen wir mit an, den heben wir jetzt an und dann legen wir den auf Platten und rollen den hier raus. Wunderbar. Wie breit? 89 Zentimeter. Und wir haben 84, 89,5. Also muss dann ein Zentimeter muss ich weg im Bereich der Griffe. Okay. Oh. 92, das sollte dicke reichen. Alles gut. Jetzt haben wir 3 cm Luft, ne? Ob es wirklich reicht, wird sich in wenigen Minuten zeigen. Der Tresor wiegt mehr als 3 Tonnen. Anheben und raustragen funktioniert hier nicht. Ein Hydraulikheber soll den Tresor hochheben. Mit Hilfe von 2 Rollen und Muskelkraft wollen sie ihn dann aus dem Gebäude schieben. Ja. Ja. Gut. Ja. Ja. Ja, jetzt noch ein Stück. Schrank geht durch. Ja. Komm. Jetzt gerade? Ja. Wir legen gerade zum Schrank hier die Rolle, so. Und dann läuft der hundertprozentig gerade.
An der Tür geht es um Millimeter. Oh ja, komm mal her. Kommt. Ist durch. Unten. Okay. Na, muss erst mal die Wolle legen, Arne. Arne, ja. Allerdings, wenn wir jetzt so Treppentransporte mit solchen Schränken haben, dann ist es die Meisterarbeit, dieses Werkzeug tragen. Nicht der Schrank selber, das ist eigentlich, der wird ja nicht getragen. Der ist ja viel zu schwer. Für den Transport benutzt Butzki besonders festes Tropenholz. Er muss die Böden schonen. In wenigen Monaten soll in diesem Gebäude eventuell eine Arztpraxis einziehen. 5 mm hier, wenn wir jetzt hier nicht was vorlegen, kann sein, dass die hier so viel Druck kriegt, die Kante, dass sie knackt oder sich verbiegt. Ne? Das wollen wir ja verhindern. Deswegen legen wir dieses Blech davor, um diese Millimeter auszugleichen. Ne? 3 Minuten später. Die Vorrichtung hat geholfen. Die Kante ist heil geblieben und der Transport kann weitergehen. Letzter Arbeitsschritt. Anheben und in den LKW. Vor allem alte Tresore wie dieser sind besonders schwer. Sie besitzen dicke Wände aus Stahl und Tresorbeton. Das schützt gegen Diebstahl, macht aber auch den Transport besonders anspruchsvoll. Neuere Modelle sind durch besseres Material meist leichter. Es gibt kaum Nachwuchskräfte. Lange Arbeitstage und schwere Gewichte schrecken viele ab. Nicht jeder Handwerker ist geeignet, in der Bank zu arbeiten. Das wissen die Handwerksbetriebe auch. Es gibt Bereiche, da liegt auch Geld rum. Eben. Und da sollte man die Finger in der Tasche lassen. Da sollte man noch die Mitarbeiter dafür haben, die auch die Finger in der Tasche lassen. Ja. Den 3-Tonnen-Tresor bringt Wilfried Butzki jetzt in sein Lager bei Hannover. Er bereitet die Geldschränke auf oder entsorgt sie. Nach 10 Stunden ist dieser Einsatz fast erledigt. Aber wie weit? Drüben? Nicht gut. Gut. Ich habe keinen Lieblingstresor, weil die Vielzahl ist einfach zu groß und jeder Tresor hat seine Eigenarten. Ja, also ich persönlich komme ja ursprünglich vom Bodepanzer, das ist diese Güte. Und diese Güte, da bin ich groß geworden. Natürlich mag ich diese Schränke gerne, weil ich die schon mein Leben lang transportiert habe. Aber ich mag die anderen auch alle. Ich mag eigentlich alle Tresore.